Guten Morgen, wir sind gerade aufgewacht und Ben klettert hier rum über uns. Da. Ben, hallo. Deine Zeig mir Mission. Nein. Zeig mir dein Nein, das zeige ich nicht, das Buch. Warum nicht? So, wir sind jetzt wach. Es ist schon 8:45 Uhr. Und wir gehen Hm. gleich alle hoch, weil Ben, der will ja frühstücken. Der frühstückt. Mir zeigt das Buch auch. Oh, nicht gegen meinen Kopf hauen, ne? Das habe ich doch schon gezeigt, das Märchenbuch. So viele Geschichten. Und es ist falsch rum. Das sind alle da drin. Ja, Mia, kannst du mal aufhören, das ging meinen Kopf gleich zu hauen? Ja, irgendwie ist es immer so kurz vor meinem Kopf. Wenn wir jetzt Und gleich Ben hochgehen. flieht. Ja, er krabbelt hier weg. Wir wollen jetzt gleich hochgehen und frühstücken. Was sagen Sie dazu? Erst möchte ich noch einen Kaffee trinken. Und dann möchte ich frühstücken. Ich habe nämlich für Frühstück lecker eingekauft. Oh, halt mal Baby Ben fest, weil der geht immer Gib so mir nah ein zum Bein. Abgrund. Der ist immer so nah am Abgrund. Ja, wir werden jetzt erstmal langsam aufstehen. Was macht ihr denn da? Sheila, hinlegen. Platz. Hinlegen. Oh, fein. Kuschel, Sheila, ne? Oh. Ja, Sheila mag das, gekuschelt zu werden, ne? Aber der hat sich viel aufgetan. Oh, musst du mal schon streicheln. Oh, ich finde das ganz toll, ne? Die will von dir gestreichelt werden. Liebe Sheila bist du. Du bist eine ganz liebe Sheila. Okay, warte, ich halte nur so fest. Was macht ihr denn da? Wir bauen das Bett um. Ja, hilfst du, Papa? Dann, ich gebe dir nochmal den Schlüssel rein in den Knast. Dann hältst du die Mutter damit nochmal fest, bitte? Hast du sie? Ihr habt es noch nicht runtergemacht, ne? Nein. Ich wollte gerade sagen. Weil die Mutter nicht abgegangen ist. Du bist eine Heimwerkerin, ja? Finde ich ganz toll. Alles runter. Ja, hast du beide? Super. Das hast du ganz toll gemacht, Mia. So, Mia und Koya sind gerade am Bett umstellen von Ben. Und ich muss jetzt Ben erstmal was zu essen machen, weil es ist jetzt mittlerweile schon gleich 9:30 Uhr und der hat Hunger. Und er kriegt jetzt einen Toast mit. Knapp, nee, nicht Knapp-Wurst. Wir essen das Teewurst oder Leberwurst. Mal gucken. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, zwar etwas zu frühstücken, aber nicht ganz so viel. Also ich habe jetzt hier so viel solche Baguette-Brötchen gemacht für uns alle. Und dafür gibt es aber ein besseres Mittagessen. Das bereite ich jetzt nämlich auch schon vor. Und zwar mache ich Frikadellen. Was hier heute ein bisschen anders als sonst. Also ich habe hier ganz normales Mett, ein bisschen Senf und dann habe ich so zwei Toast klein geschnitten. Und mit zwei Eiern vermengt. Dann werden die einfach ein bisschen fluffiger. Und hier sind meine Gewürze. Guck mal, Und das ist Salz, Pfeffer, Curry mache ich immer ein bisschen rein. Dann so Bärlauch hatte ich, Knoblauch und Paprika. Und das kommt da jetzt gleich rein und das vermenge ich dann und das kann dann so ein bisschen durchziehen. Und ja, mal gucken, dann mache ich immer noch das rein, was wir noch da so haben. Hauptsache schmeckt. Unser Sonntagsessen. Ich bin deprimiert. Oh. Ich habe nämlich Hatschi-Puh. Oh, mir holt schon wieder Taschentücher. Welche Taschentücher hast du denn? Ich möchte gern das mit dem Riesenrad. Und welches noch? Eins reicht mir. So, ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ganz fleißig und habe ganz viele Videos für euch Ja, wenn du das vorhast, was du vor, was ich Wolltest du gerade denke, Mama nass nein. machen? Hier wird niemand nass gemacht. Oh, ich dachte schon. Also, ich habe gerade eben ganz viele Videos für euch geschnitten und hochgeladen und so, ne? Und Mia möchte jetzt eine Show für mich machen. Ne, ein Konzert, oder? Was wolltest du machen? Ein Konzert. Ich drehe mal die Kamera um, dass ihr das auch miterleben könnt. Wann fängt denn das Konzert endlich an? Okay. Ohne Musik?
Ja, Mia hat hier was gebaut, ne? Und was ist das? Das ist eine, weil, das ist die Bühne, oder was? Hinter der Bühne? Der Vorhang vor der Bühne. Ach so. Dann kann man eigentlich da rausgehen. Ja, ist aber schön. Kannst du auch was singen für uns? Ja, nein, du. Nein, ein richtiges Lied, Mia. Zum Beispiel Kleiner Käfer. Kannst du auch mal versuchen, vernünftig zu reden, dass man dich auch versteht? Ja, ich hab mich doch verstanden. Verstanden. Wir haben dich nicht verstanden. Naja, das war jedenfalls Mias Konzert hier, ne? Baby Ben. Ich mach jetzt Mittagessen. Oh, er hat's verstanden. Ich hab's mit, dann hast du auch gesagt, ich darf mitessen. Ja, darfst du auch. Nudeln? Nein. So, ich mache jetzt erstmal Mittagessen. Ihr seht ja gleich, was es geben wird. So, ich muss jetzt weiter mit meiner Mama die Steuererklärung machen. Halt einmal für privat und für Firma und so. Dafür müssen wir hier unten ins Büro. Moment. So, in unsere Werkstatt, ins Büro. Licht an. Weil hier unten die ganzen Firmenunterlagen sind. Und auch allgemeine Unterlagen. Genau. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Drucker noch an ist. Genau, weil der Drucker braucht nämlich Ewigkeiten, hier dieses große Gerät. Wenn man dann mal schnell was kopieren muss, muss man irgendwie 5 Minuten warten. Und wenn wir gleich ein paar Sachen ausdrucken wollen, muss ich da immer den Drucker vorher anmachen und jetzt hier Licht an. Oh, hier ist so schön warm und kuschelig. Genau, und hier ist unser Büro, also das Firmenbüro sozusagen. Aber hier machen wir halt die Steuererklärung. Und wir haben ja gestern schon was gemacht, die Vorbereitung. Wir mussten halt ganz, ganz viel zusammensuchen und ja, also wir mussten ganz, ganz viel zusammensuchen und ja, Sachen sortieren und so eine Art Jahresabschluss machen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und ich habe mir übrigens nicht mal was zu trinken mitgenommen, weil ich hatte gestern nichts zu trinken. Und jetzt habe ich mir meine Sprite gegönnt, ne? Ja, und jetzt warte ich noch auf meine Mama, die kommt gleich runter. Ich bin aber schon 10 Minuten vorher da, damit ich das alles hier vorbereiten kann, weil der Computer, der hier ist, der braucht ewig, wirklich, bis der richtig hochgefahren ist. Und naja, ich bin jetzt auch mein neuer Computer, der braucht da ja 10 Sekunden für oder so. Und dann haben wir hier die ganzen Unterlagen. Und ich muss auch noch eine Kündigung schreiben für unser Sky-Abo. Das mache ich vielleicht jetzt gleich, wenn meine Mutter erst später kommt. Das habe ich mir extra hier hingelegt, weil wir haben ja so ein Sky-Abo, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Und das muss ich bis zum 30. April kündigen, sonst läuft es halt weiter. Und das wollen wir nicht, weil das danach, glaube ich, wir bezahlen jetzt 27 Euro und danach kostet es 46 Euro. Also 20 Euro mehr. Und da haben wir halt keinen Bock drauf, ne? Und deswegen werden wir es erstmal kündigen und mal gucken, ob wir dann in ein paar Monaten halt, wenn die Fußballsaison wieder anfängt, ein neues machen. So, ich werde jetzt erstmal nicht lang schnacken, sondern werde jetzt hier mein Computer, braucht noch ein paar Minuten, aber werde ich jetzt gleich erstmal die Kündigung schreiben und dann geht's weiter mit dem, mit der Steuererklärung. Ich bin gespannt. Okay, Papa guckt hier gerade noch was auf dem Telefon. Gleich mache ich wieder an, ja? Ich habe jetzt erstmal für heute Schluss gemacht mit der Buchhaltung. Es ist jetzt schon kurz nach 8. Mia muss gleich ins Bett.
Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit der Steuererklärung. Das ist halt bei meinen Eltern so ein bisschen außergewöhnlicher, weil die ja Vermietung und Verpachtung haben und halt ein Gewerbe und so. Da muss man immer ganz viele Sachen zusammensuchen und ganz viele komplizierte Sachen und so. Und naja, Ben sitzt jetzt gerade auf meinem Arm. Der hat mir nicht gesagt, dass du noch Brot für ihn hast. Ja, der ist doch schon mal. Nimm ihn mal, er rutscht runter. Ja, die Mia will, ist jetzt noch ein Joghurt. Koya füttert anscheinend gerade Ben. Ja, ne, fast ein aber es gibt doch gleich die Flasche. Ja, bevor kann er nochmal ein bisschen. Ich bin müde, ich gucke jetzt gerade noch ein bisschen YouTube und dann gehe ich auch gleich ins Bett, weil es war voll anstrengend. Also wir haben seit 12:30 ungefähr mitten einmal eine Pause, aber da habe ich dann unten geputzt und gewischt. Aber ansonsten war ich quasi die ganze Zeit so auf Achse und so in meinem Kopf. So anstrengend, naja. Kennt ihr ja bestimmt. Und ja, jetzt gucke ich noch ein bisschen YouTube und dann geht's auch ins Bett. Ja, heute ist wahrscheinlich ein ganz langweiliger, kurzer Vlog gewesen. Aber ja, durch den Tag gibt es auch nochmal. Koya und Mia streiten sich gerade. Auf jeden Fall wird heute nicht mehr viel passieren, außer dass Koya und Mia sich da anzicken und ja. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns, wir beenden den Vlog und wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Montag. Dann bis morgen. Tschüss.